Hallo, ich grüße euch hier aus dem Herzen Deutschlands. Unser Plan war eigentlich Welsangeln vom Ufer, aber das wird nichts werden, denn der Rhein ist drastisch aufgrund der starken Regenfälle in den letzten Tagen über die Ufer getreten. Ja, jetzt ist guter Rat teuer, wenn man nirgendwo mehr sitzen kann. Bleibt uns nur eins übrig, wir werden aufs Boot gehen. Notdürftig haben wir jetzt in Windeseile das ganze Tackle aufs Boot umgepackt. Mein Boot steht zu Hause, da steht es gut. Es muss sich auch mal ausruhen. Wir sind heute mit Kevins Boot unterwegs. Wir wollten eh hier bei ihm auf der Strecke angeln. Und da hat das ganz gut gepasst, dass sein Boot einsatzbereit war. Und bevor wir jetzt gar nicht angeln, gehen wir lieber mit dem Boot los. Auf was es dabei ankommt, welche Sachen wir jetzt hier mitschleppen, welche wichtigen Ausrüstungsgegenstände auf keinen Fall bei so einer Spontansession mit dem Boot fehlen dürfen, das zeige ich euch dann draußen auf dem Wasser, wenn wir einen interessanten Angelplatz gefunden haben. Ja, und mit etwas Glück fangen wir auch einen Wels. Schauen wir mal, auf geht's! Bei so einem Wasserstand werden Uferplätze natürlich schnell rar. Ja, jetzt ist halt guter Rat teuer, ne? Hunderte von Hecken hier im Wasser. Jeder Platz sieht welsverdächtig aus. Aber auch jeder Platz kann genauso gut einen Plank bedeuten. Guter Rat ist jetzt teuer, ja. Wir werden uns jetzt noch ein paar Sachen angucken. Wir sind jetzt gerade hier in einem Bereich, wo der Rhein sich aufspaltet. Wir werden jetzt nochmal in den Bereich zurückfahren, wo die Schiffe fahren. Vielleicht ins richtig hart strömende Wasser gehen und dann müssen wir uns entscheiden, weil die Zeit rennt, damit die Routen ins Wasser kommen. Was würdet ihr denn machen? Ja? Schreibt es doch mal in die Kommentare vom Video, wo ihr jetzt bei so einem, was heißt enormes Hochwasser, aber wenn wir in Deutschland so einen Wasseranstieg von einem Meter, 1,50 Meter haben, ist das schon relativ viel, ja, relativ gut nach einer langen Dürreperiode. Die Sommer bei uns sind ja relativ heiß, es ist kaum noch Wasser in den Flüssen und wenn es dann mal richtig ansteigt, finden die Fische natürlich einen reich gedeckten Tisch, überall Nahrung. Und dann müssen wir Angler natürlich genau wissen, wo der Köder hin muss. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr jetzt machen würdet, was für Bereiche ihr aufsuchen würdet. Und wir melden uns später zurück, wenn wir einen Platz gefunden haben. Bin mal gespannt, ob sich eure Ideen mit unseren Ideen decken werden. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir haben vielleicht einen aussichtsreichen Platz gefunden. Wir sind natürlich aus dem Hauptstrom wieder raus. Entlang des kompletten Rheins gibt es natürlich ziemlich viele Altarme. Und wir haben jetzt einen Platz gefunden, wo wir geschützt im Altarm ankern können und raus Richtung Hauptstrom unsere Montagen setzen können. Wir gucken jetzt mal, ob wir das Boot hier einigermaßen fest bekommen oder sicher verankert bekommen. Und dann zeigen wir euch, wie wir vorgehen werden und welche Montagen zum Einsatz kommen. Obwohl wir wirklich wenig Tackle am Start haben, Moment, ich setze mal meine Brille ab, haben wir das ganze Boot jetzt noch gut verbaut. Wir müssen jetzt erstmal in Ordnung schaffen. Und da würde ich euch gerne schon mal ein paar schöne und vor allen Dingen wichtige Ausrüstungsgegenstände zeigen. Denn wie ich eben erfahren habe, hat der Kevin das Blackhead-Bootzelt vergessen. Das
gar nicht schlimm, wenn es Tag und Nacht regnet. Im Moment scheint zwar ein bisschen die Sonne, aber naja, schauen wir mal. Wir werden versuchen, heute Nacht mit einem 3-Meter-Schirm, mit einem Erdspeer auf dem GfK-Boot zurechtzukommen, uns irgendwie drunter zu kauern. Beim Bootsangeln schlafen wir natürlich nicht auf Liegen, wir schlafen auf Matten. Kevin baut hier gerade eine auf. Das sind selbst aufblasbare Isomatten. Die gibt es in allen Preiskategorien im Sportgeschäft zu kaufen. Und ja, da dreht da vorne das Ventil auf. Und dann blasen die sich selber auf. Und da kann man ganz bequem, platzsparend, gemütlich drauf pennen im Boot. Hier vorne, Gott sei Dank, dass wir sie mit haben, ist eins der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände, unsere Plaquette Extreme Bags. Da ist jetzt alles drin, was wir für die Tour brauchen. Die haben wir eigentlich für das Uferangeln gepackt, weil die eigentlich dann vor der Liege draußen im Freien ihr Dasein fristen. Die Teile hier komplett wasserdichte Rollsäcke in einer schön unauffälligen Farbe. Die sieht kein Mensch. Und da ist alles drin, was wir brauchen. Hier zum Beispiel ist jetzt gerade der Schlafsack drin. Dann habe ich so eine Tasche für meine Klamotten, so eine Tasche teilweise für Ausrüstungsgegenstände. Also da brennt nichts an. Die können da auch ins Wasser schmeißen oder die können dreckig werden, die können voll regnen. Die nehmen euch beim Uferangeln und auch beim Bootsangeln überhaupt keinen Platz weg. Ich werfe jetzt mal Kevin seine Tasche über Bord. Und wenn sie euch bei rasanter Bootsfahrt oder schnell steigendem Wasser einmal wegschwimmen sollten, schwimmen die Teile. Die Kameraausrüstung, mit der immer diese tollen Filme entstehen, sind in Tough Cases verpackt. Auch diese Koffer haben einen Haufen Vorteile, weil die Teile im Freien stehen können. Die Teile bieten optimalen Schutz für eure Wertsachen, für eure Ausrüstungsgegenstände. Ich habe da alles drin, Geldbeutel, Kopflampe, Drohne, Kamera, Fotoapparat, Autoschlüssel, alles, was eigentlich nicht wegkommen darf. Diese Teile schwimmen auch und man kann die auch als Tisch benutzen. Also man kann sie stapeln und da gehört alles rein für Boots- oder für Uferangler, was auf jeden Fall Staub, Schmutz oder wasserdicht verpackt sein muss. Das war es eigentlich schon von der Hardware, die wir permanent bei unseren Touren, egal ob wochenlang oder nur eine Spontansession über eine Nacht am Wasser einsetzen. Kevin fängt da hinten schon an, kräftig Montagen zu bauen und da werde ich ihn jetzt mal unterstützen. Meine Routen stehen hier noch komplett ohne alles. Ich habe die neuen Basta Multistyle dabei. Ich habe die ganzen Jahre das alte Modell mega gern geangelt und habe mir jetzt mal die neuen gegönnt. Mega scharfe, schlichte Stöcke, schön in Schwarz gehalten, sehr unauffällig, vor allen Dingen für uns Wallerangler in Deutschland. Mit der Long Ranger drauf, eine absolute Waffe, eine tolle Universalroute. Ja, und jetzt geht's ans Montagenbauen. Als Führungshaken fürs Deadbait, wir werden hier an diesem Platz mit toten Köderfischen angeln, nehme ich den Plaquette Mega Hook und hinten auf den Schwanz der Ghost Hook. Und aufmerksame Zuschauer haben, glaube ich, schon die neuen Z3, die Baum-U-Pose im Hintergrund hier gesehen. Das ist eine ganz fantastische U-Posenform, ist ein Radaumacher unter Wasser, ist aufgebaut, also wir nennen sie The Tree, der Baum, weil es aussieht meiner Meinung nach wie so ein Baum, ein Tannenbaum vielleicht. Ja, haben wir in den wichtigen Farben wieder, schwarz, rot und dem krass leuchtenden Gelb. Und diese U-Pose hat folgende Bewandtnis vor der Montage.
Ihr könnt es hier vielleicht ein bisschen erkennen, die ganzen Rillen, die diese U-Pose aufweist, erzeugt eine Wasserverwirbelung vor dem Köder, wellenartig, die nach oben hin ausebbt und über dem Köder wie so eine richtige Wellenblase bildet. Also der Köder ist diesmal nicht ganz unauffällig präsentiert, sondern richtig in einem Rauschewasser, was die U-Pose immer weiter aufbaut und speziell für den Einsatz oder für uns Angler hier in Deutschland, die mit toten Köderfischen, Alternativködern angeln müssen, ist natürlich wichtig, dass wir eine krasse Wasserverwirbelung direkt vor und nach unserem Köder erzeugen können, damit der Waller darauf aufmerksam wird. Und daher kommt diese Idee mit der Wellen-U-Pose. Wir haben mit dieser U-Pose im Ausland auch sehr gut mit lebenden Köderfischen gefangen. Aber hier in Deutschland mit toten Köderfischen, die wir ja probieren, mit unseren Deadbait-Systemen lebendig zu präsentieren, möglichst real im Wasser zu präsentieren, Tauwurmbündeln oder Calamari, Tauwurm-Mixbündeln. Und heute Abend probieren wir es jetzt mal bei dem hohen Wasser hier am Rhein, wie sie sich macht. Auf jeden Fall können wir uns sicher sein, dass dieses U-Posen-Modell hier noch kein Rheinwaller gesehen hat. In Italien habe ich es auch direkt gemerkt, wie gut es auf Anhieb funktioniert hat, weil diese Verwirbelung, diese Wasserwellen, die durch das Vorbeiströmen an der U-Pose über die einzelnen ausgefrästen Rillen hier, übrigens made in Germany, auf dem Köder oder am Köder entstehen, hat die Waller in Gebieten, wo wir den lebenden Fisch einsetzen dürfen, rasend gemacht. Und dort kennen die Welse U-Posen, dort werden sie ja zurückgesetzt. Ja. Also die Welse dort sind keineswegs in Frankreich, Spanien oder Italien dumm. Die checken sofort, wenn an der Montage was nicht stimmt. Und ich denke, hier am Rhein oder an den deutschen Flüssen ist auf jeden Fall auch eine sehr gute und fängige Alternative. Aber nicht so viel schnacken. Die Leute in der Kneipe sagen dann immer Kopf in den Nacken und wir sagen jetzt Montagenbau. Und dann wird ausgelegt. Die Grundmontage ist ein sogenanntes Kombi-Rig. Unten am Ende der Ghost Hook Einzelhaken, dann der Mega Hook. Hier drin steckt die Verbindung von der Mono auf die geflochtene, um das perfekt auf den Deadbait nachher anzupassen. Und hier oben drauf wird jetzt unsere U-Pose gesetzt. System ist soweit einsatzbereit. Vorfachlänge 2,5 Meter. Das ist eine Universallänge, die ich gerne an allen Flüssen Europas einsetze, außer wir haben extremes Flachwasser, was hier momentan aktuell absolut nicht der Fall ist. Ja, jetzt noch das zweite Vorfach fertig bauen. Immer schön am Testen. Einmal Red, einmal das leuchtende Gelb. Ich glaube, der Kevin setzt auf Schwarz und auf Gelb. Schauen wir mal. Perfekt und sicher. Wir starten jetzt mit dem Auslegen. Montagen sind vorbereitet. Drückt uns die Daumen, dass es knallt hier in Deutschland. Wir zeigen euch jetzt mal den Bereich, den wir ausgewählt haben für die Nacht. Das ist eine abfallende Kante hier im Überschwemmungsgebiet. Hier seht ihr schön den Bereich, wo es abfällt von einem großen Flachwasserbereich, wo unser Boot, da hinten steht es irgendwo im Hintergrund, geparkt ist, in eine Kante, die auf 2,70 Meter jetzt runterfällt. Und ich denke, dass dort doch die Fische hinkommen sollten zum Fressen. Wir fischen hier eine herkömmliche Steinmontage. Wir zeigen euch jetzt und wir versuchen jetzt, den Stein genau in die aufsteigende Kante, wo es in den Flachwasserbereich reingeht, reinzusetzen.
Das geht rucki zucki zu zweit natürlich. Ne? Einer stellt dann, wenn wir am Hauptboot ankommen, die Rute in den Rutenständer, der andere bremst das Schlauchboot und schon können wir die nächste Rute rausfahren. Kevin hat die Hellsbells-Glocke an den zweiten Ring der Rute von unten gesetzt. Das hängt damit zusammen, weil wir hier Berufsschifffahrt haben und immer Wellen auch an unser Boot mit dran klatschen und wir nur ein Glockengeräusch haben wollen, wenn wirklich ein Welsbiss ist. Also beim Bootsangeln, wo ihr viel Bewegung habt, das Boot ab und zu auch Wellenschläge abbekommen kann oder durch die Strömung ein bisschen hin und her treibt im Wasser, ist es besser, die Glocke möglichst weit unten am Rutenplänk zu befestigen, beim Uferangeln richtig weit oben. Sitzen alle vier Montagen sind ausgelegt. Wir sind gespannt, ob wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir das Boot noch mal aufräumen. Dann gibt es noch was Kaltes auf die Hand. Nichts zum Kochen diesmal dabei. Kein Grill, keine Pfanne. Ein bisschen Brot und ein bisschen Hardwash. Das wird auf jeden Fall helfen. Aber es ist ja auch wieder schön, mit einem guten Kumpel, mit Kevin, mal wieder eine Nacht draußen zu verbringen, ein bisschen zu schnacken. Und dann mit etwas Glück noch einen schönen deutschen Waller zu fangen. So, wir räumen jetzt mal das Boot auf. Unser Schlafgemach ist gerichtet und jetzt geht's zum besten Teil beim Welsangeln oder überhaupt beim Angeln über, zum gemütlichen Beisammensitzen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie der Kevin diesen Schirm da, der eigentlich fürs Uferangeln gedacht war heute Nacht, auf dem Boot hier fixiert. Schauen wir mal zu. Naja. Wird wahrscheinlich reichen. Mir persönlich ist es ja eh wurscht. Aber wir haben wahrscheinlich das geilste Bootszelt, was es europaweit auf dem Markt zu kaufen gibt. Und haben es nicht mit und schlafen heute Nacht jetzt unterm Schirm. Aber solange kein Windchen kommt, wird es schon reichen. Und wenn Windchen kommt, ist er weg, der Schirm. Ziehen wir uns mal ein paar gemütliche Klamotten an und ganz wichtig, die Glückssocken. Wir haben jetzt Sommer 2019 und diese Teile, weil sie so viel Glück bringen, habe ich seit Frühjahr 2019 kein einziges Mal gewaschen. Das war Spaß. Kopflampe brennt, auch ein sehr wichtiger Begleiter. Egal bei welcher Angelart. Und Kevin fängt da hinten schon an, sich ein paar von unseren kalten Leckereien da vorzubereiten, einzuverleiben. Wir essen jetzt noch was Feines. Und dann schauen wir mal. Oftmals kochen wir sehr dekadent auf dem Boot. Aber heute gibt es, ich zeige euch mal, was es heute zu essen gibt. Heute gibt es Mettwurst. Und eingelegten Knoblauch, immer mega lecker. Beim Türk haben wir so ein paar eingelegte Peperoni geholt. Fisch, Heringshappen in Dill. Dosewurst, ganz wichtig. Ja, und das wird's richten heute Abend.
Es gibt Kraft für später. Ich glaube, es gibt nicht viel schönere Sachen, als vom Geschnatter der Enten morgens hier am Wasser geweckt zu werden. Außer natürlich von der Wallerglocke. Aber die blieb heute Nacht leider stumm. Das Wasser ist extrem gefallen. Also man sieht jetzt überall hier durch die Hecken das Wasser richtig schnell durchrauschen. So schnell wie es am Rhein kommen kann, so schnell kann es auch wieder zurückgehen. Und wir haben keine einzige Aktion verzeichnen können. Da sieht man mal wieder, dass hohes Wasser nicht immer ein Wallergarant ist. Vielleicht haben wir auch eine komplett falsche Platzentscheidung getroffen heute Nacht. Aber das gehört dazu beim Welsangeln, ja. Man kann nicht immer gewinnen. Wir werden uns jetzt einen neuen Platz suchen. Und ich bin guter Dinge, dass es dann besser läuft. Bis zum nächsten Video. Wir hauen uns jetzt noch ein bisschen hin. Das heißt wir, der pennt ja noch. Ich werde auch noch ein paar Minütchen die Augen zumachen. Und dann ziehen wir weiter. Lasst euch gut gehen, dicke Fische. Alles Gute. Ciao, ciao.